herzlich willkommen zu Fitorial, Tag 7 unserer Challenge. Und wir hoffen, ihr habt die Sportklamotten schon an, weil wir legen eigentlich direkt los. Heute wagen wir uns das erste Mal an ein Advanced Workout. Genau, heute wollen wir mal ein bisschen die Intensität nach oben schrauben. Natürlich gilt noch immer so, wie es sich für jeden gut anfühlt, aber es darf auch mal brennen. Wir müssen nämlich jetzt mal zusehen, dass wir so langsam die Intensität steigern, weil so funktioniert das eben, wenn man mehr Leistung erbringen möchte. Man bringt eine Belastung auf den Körper, dann lässt man ihm Zeit für die Regeneration und dann muss man aber die Belastung erhöhen. Und das versuchen wir heute mal schrittweise. Genau. Immer ein bisschen mehr Reiz. Genau, also ich versuche jetzt wirklich jede Übung im Advanced-Modus zu machen. Das sind ja immer dann, wie gesagt, alles auf den Füßen und so weiter. Ihr seht das ja dann. Großer Bewegungsradius. Ja, ich sage aber auch dazu, bin da ganz offen und ehrlich, wenn ich es nicht packe, wenn ich es nicht schaffe, wenn ich merke, das geht nicht, dann wechsle ich auf Beginner. Ja, weil wir haben ja gesagt, reinfühlen in den eigenen Körper und der sagt einem, was zu tun ist. Okay. Wir stehen so schön in der Sonne, ich bin warm, lass loslegen. Let's go. Get ready for Fitorial 5. Squats in 3, 2, 1, go. Ja, und gern von Anfang an den Po so richtig schön tief sinken lassen. Und wie gesagt, ich bin Fan davon, maximal auf Kniehöhe. Und was auch immer wichtig ist, wenn du hochkommst, halt die Beine leicht gebeugt. Zum einen hältst du dann die Spannung im Muskel und zum anderen schützt du dein Kniegelenk. Ich sehe den Biss, ich sehe den Biss. Das ist bei mir so. Sinan will's wissen. Ich will, dass es brennt. Okay. Jetzt willst du es wissen. Ja. Ich lasse den jungen Mann neben mir pumpen. Ich mache das in etwas moderaterem Tempo. Bauchnabel einsaugen. Spannung auch hier in den ganzen Körper. Atmung fließt. Und damit ich sauber in der Technik bleibe, entscheide ich mich jetzt für die Variante auf den Knie. Läuft neben mir, oder? Yes! Boah, laufen die gut. Aber jetzt. Aber jetzt. Das ist kritisch. Unser schöner Paddler. Also gerne mal die Variante probieren, wo du Arme und Beine gleichzeitig bewegst. Und auch hier absolute Länge und Spannung. Ja, zieh die Fingerspitzen weg von deinen Zehen. Saug den Bauchnabel weg von der Matte. Und spann den Po super feste an. Du willst deinen unteren Rücken auf jeden Fall schützen. Und wann immer du merkst, du lässt nach in der Technik, schmeiß die Arme raus oder die Beine raus. Und du kannst auch jederzeit wieder einsteigen. Time to plank. 3, 2, 1, go. Ja, das gilt wirklich für jede Übung. Also versuch hier mal auf den Zehen zu starten. Und wann immer du merkst, du brauchst jetzt ein bisschen weniger, die Körpermitte lässt vielleicht nach, du hängst ein bisschen durch oder der Po steigt doch sehr zum Himmel, dann komm runter auf die Knie und arbeite von dort aus weiter. Der Bauchnabel? Super fest. Wo? Super fest. Kein Sauerstoff im Kopf. Push dich nochmal bewusst raus aus den Unterarmen. Bring die Stabilität in die Schultern. Super wichtig.
Und wenn es zittert, das ist gut. Die Muskeln arbeiten. Yes! Ich komme dir mal so ein bisschen entgegen. Ja, wenn du die Füße vom Boden löst, dann muss die Körpermitte hier noch ein bisschen mehr ausbalancieren und mitarbeiten, um das zu halten. Halt die Ellbogen schön weit. Wann immer du merkst, es wird zu intensiv, kannst du die Füße auch flach an den Boden bringen. Versuche auf jeden Fall, die Ellbogen wirklich auseinander zu ziehen. Kinn sanft ran. Auch hier perfekte Technik bis zum Ende. Dreh wieder runter. Bye, bye. Oh, das war auf jeden Fall bei mir mehr Intensität. Man merkt den Unterschied, ne? Ja. Aber es ist ja auch gut. Das ist ja genau das, was wir wollen. Sehr gut. Dann wieder bis morgen, ne? Ja. Bis morgen, Leute. Ha.